Good morning and welcome, and warm welcome to all the experts and colleagues from all fields of media education who've gathered here today for our specialist day. My name is Ellen Harrington, and since January, I've been here in Frankfurt as the new director of the Deutsches Film Institute and Film Museum. We're hosting this program, but we're hosting it in our neighbor museum, the Museum Angewandte Kunst. And I'd like to thank the team here at MAC, Sabine Hut, Sandra Schwarz, and the director, Matthias Wagner, for making this space possible. And also, I'm really pleased so many of you are able to participate in some of the screenings and programs at our Lucas Film Festival, which opened last night, and it's going for 1 week. And we call it a festival for young film lovers because it's really not a children's film festival. It's a festival where children get a lot of input into all of the components. They host the screenings, they conduct questions and answers, they act as journalists, and they also are the juries for the prizes in age 8 plus, 13 plus, and 16 plus. So it's a really innovative format, and the jury is international. There are children that are flown in from different countries, as well as German children from the region. We're really pleased about the close collaboration that's been going on for several years in this realm, in film education, between the education departments of the Cinémathèques in Bologna, Amsterdam, Brussels, and also with the French agency Les Enfants du Cinéma in Paris. And on behalf of that whole group, I want to say welcome specifically to Enrique Serrani, who is the coordinator. In addition, we have a colleague from the Danish Film Institute here this morning. So please say hello to Martin Brandt Petersen, who's come from Copenhagen. All partners who have traveled far away, whether in an active role or in the audience, are particularly welcome. We're thrilled that this is an international conference, and conveniently for me, presented jointly in German and English with simultaneous translation. Our cooperation is supported above all by the media program the media program of the European Union, which specifically promotes film education projects at the European level and thus makes intensive professional collaboration and exchange possible. Specifically at this moment with the project Film Literacy Incubator Clubs, which is conveniently known as FLIC, so they got an acronym out of it, is dedicated to the questions of the social challenges facing film education at this moment. Today is part of a series of similar events. A series of these lectures and programs have already taken place in Bologna and Brussels, and they'll be continued in October at the I in Amsterdam. So we at the Deutsches Film Institute and Film Museum have long been active in many film education projects, and I want to give credit to my predecessor, Claudia Dillmann, who was very visionary in this area. In 2013, she created a department for film education that really looked at pedagogy in a very broad sense, much more than just school visits and tours in the galleries. And Christina Kopf, who's helped organize this conference, and you'll hear from her momentarily, is the head of that department. Our varied educational offer is aimed at a broad target group from preschool children, aged 4, all the way up through secondary school level students, and also teacher training happening throughout the state of Hesse, where we're located. Over the past few years, we've succeeded in successively and systematically building up and expanding our film education work. So the education mission has become the second important pillar of the profile of our institution, in addition to major digital projects such as Filmportal.de, the internet portal of German film, and digital platform European Film Gateway. Of our big themes cross, so to speak. And this is perhaps one of the most striking features of digitization. It impacts all topics and all areas of life. Even if we, as a national film heritage organization, have to do with the past, at least at first glance, as well as the current status of film, digitization and its future are relevant to us in every respect and at many different levels. It's very important to me as a museum that we work even harder to coordinate digital strategies throughout all of our projects and across all departments. It's
there is at least one other museum here on the museum's UFER that's doing very pioneering work in this category, the Shtetl, and it's wonderful to see the museum community embracing this strategy. I'm particularly pleased that the Fachtag today is also influenced and shaped by the master's degree program that we offer jointly from the Deutsches Film Institut and the Goethe University here in Frankfurt. The program is called Film Culture, Archiving, Programming, and Presentation. We're in the sixth graduating class of this two-year master's program, and under the guidance of Dr. Inez Beyer, who is in charge of the program, last semester students took a very critical look at digital platforms and tools in the field of film history and examined their application in everyday life from the point of view of digital natives, because they're another generation younger than most of us. It was particularly exciting for us, and this afternoon, Stefan Schrien, along with the students, will give us insight into this experience and their findings. In connection with our film portal GE, we also are currently developing digital tools that will enable our users to deal with the very beginnings of film in a playful yet educational way. And Inez Beyer, who's responsible for Rhizom Filmgeschichte project, she will also present this afternoon. Finally, I want to thank in advance the dedicated team that prepared this conference under the direction of Kirsten Hirt, who's here, including Annabelle Zimmerman, Paul Skupin, Sophie Erickson, and Daniela Dietrich. So I wish you all a wonderful day, a lively discussion. I hope most of you can be here for some of our weekend activities. And now I give the floor to the head of our film education department, Christina Kopf. Wir wechseln dann mal die Sprache. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus nah und fern, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein freudiges Hallo. Es freut mich, dass es nun schon im dritten Jahr gelingt, bei Lukas einen Fachtag, eine Konferenz zu aktuellen Themen in der Filmbildung zu gestalten. Wenn heute alles gut läuft, traue ich mich künftig, von einer Tradition zu sprechen. Gerne denke ich an die gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung 2016 organisierte internationale Konferenz Film, Flucht und Interkultur zurück, die in der Folge für vieles Anstoß war. An der Stelle ein besonders herzliches Willkommen an Katrin Willmann, jetzt weiß ich gar nicht, wo sie sitzt. Ah, Katrin, genau, Leiterin des Filmbildungsbereiches bei der Bundeszentrale für politische Bildung und kontinuierliche Partnerin für das Aushecken von Ideen. Erlauben Sie mir einführend ein paar Worte dazu zu sagen, woher wir inhaltlich hier in Frankfurt im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum kommen und warum wir eine hohe Notwendigkeit sahen, den Fachtag zu dieser Fragestellung zu veranstalten. Filmbildung, wie sie von den Kinematheken in Europa konzeptionell gedacht und in vielfältigen Angeboten praktiziert wird, geht immer von den internationalen Werken der Filmgeschichte aus. Bei uns steht das Kino als Kunstform im Fokus. Dies gilt es zu entdecken, am liebsten als sinnliches Erlebnis im Kinoraum. Unsere wichtigste pädagogische Bezugsfigur ist entsprechend Alain Bergalat. Es geht uns grundsätzlich um das Sehen und Hören, darum, sich von Werken berühren und auch mal erschüttern zu lassen und weniger darum, sie ausschließlich in Hinblick auf eine vermutete Manipulation zu sezieren. Wir sind Cinephile. Wir wollen junge Menschen anregen, Verknüpfungen zwischen dem Gesehenen herzustellen. Wir wollen ihnen helfen, ästhetische Entscheidungen von Künstlerinnen und Künstlern nachvollziehen zu können und sie dabei begleiten, wie sie einen individuellen, begründeten Geschmack ausbilden. Als höchst aktive außerschulische Lernorte und zuverlässige Partner von Schulen stehen wir zwar mit einem Standbein in unserer eigentlichen Heimat der kulturellen Bildung, aber mit dem anderen natürlich im Schulalltag, in der Medienpädagogik und in der breiter gedachten Medienbildung, durchaus auch in der Mediengeschichte. Schon lange bemühen wir uns, Film auch jenseits von Textanalyse, Literaturverfilmung oder auch der puren Illustration von Themen in der Schule zu implementieren. So viel zum Ausgangspunkt, zu unserer Haltung, aus der heraus wir in der Bildung tätig sind. Warum, so könnten Sie mich jetzt fragen, beschäftigen sich ausgerechnet Filmerbeeinrichtungen mit dem Digitalen? Ellen Harrington hat es schon erwähnt, sie betrifft uns in allen Bereichen unserer Arbeit. In unseren Kinos liegen DCPs, wir digitalisieren unsere Filmkopien, wir veröffentlichen filmografische Daten und redaktionelle Inhalte zu Filmen auf Plattformen oder erfassen unsere Sammlungen in Datenbanken.
Und natürlich sind Digital Devices, Themen und Inhalte auch im Bildungsbereich schon lange bei uns aktuell. Wir arbeiten nicht nur in den Workshops, selbstverständlich mit Tablets und Handys. Wir gehen deutlich weiter. Erst kürzlich waren wir mit einem Modellprojekt für den Clammy Award, der die weltweit innovativsten Projekte im Cultural Heritage Sektor auszeichnet, unter den letzten drei in der Endrunde in Vancouver. Denn in unserem Haus haben Kinder und Jugendliche einen Multimedia-Guide für Familien entwickelt und sehr aufwendig umgesetzt. Jetzt ist er auf Tablets abrufbar. Die Projektleiterin Barbara Dirksen ist auch da, das freut mich. Und am Familientag von Lukas stehen weitere digitale Angebote, Virtual Reality und Apps auf dem Programm. Dazu später mehr. Jule Fleißig wird uns heute Mittag treffen. Wir Filmerbe-Einrichtungen sind also keineswegs analoge Nostalgikerinnen und Nostalgiker. Für das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum kann ich sagen, die Frage, wie wir die Bedeutung, Geschichte und auch fragile Materialität von Filmen mit der digitalen Gegenwart und Zukunft verknüpfen können, beschäftigt uns bereits seit gut 15 Jahren und gehört mittlerweile zu den Kernfragen unserer Arbeit. In dieser Zeit hat sich natürlich in Deutschland auch in der Medienbildung so einiges getan. An dieser Stelle möchte ich herzlich Michael Jahn von Vision Kino begrüßen. Wo ist er? Klar. Auch ein Applaus. Ich freue mich wirklich sehr, dass du es geschafft hast, bei uns zu sein und die Perspektive von Vision Kino heute den ganzen Tag und auch beim Abschlusspodium einbringen zu können. Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum ist nun schon im 13. Jahr Partner von Vision Kino. Gemeinsam veranstalten wir in Hessen die Schulkinowochen und arbeiten daran, das Kino zum Klassenzimmer zu machen. Dieses Jahr wieder mit über 80 Kinos und wir haben erreicht 66.000 Schülerinnen und Schüler. Und die Projektleiterinnen Caroline Fuchs und Anna-Katharina Potzowait sind auch im Publikum. Hallo. Genau. Wenn wir den Blick nicht nur auf die institutionelle Entwicklung, sondern auch auf die Bildungspolitik in Deutschland werfen, ist sicher der Beschluss der Kultusministerkonferenz von März 2012 zur Medienbildung in der Schule zu nennen. Hier ist formuliert: Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung von Medienkompetenz, also jener Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Zitat Ende. Jenseits dessen, was es bedeutet, in einem gerade in Sachen Bildung sehr komplizierten Land mit föderaler Struktur überhaupt so weit zu kommen, einen Entschluss zur Medienbildung auf nationaler Ebene zu erreichen, ist hier zu beobachten, wie sich ähnlich wie in der Wissenschaft der Film als das Medium, das uns in allererster Linie interessiert, jetzt im Kinematik-Zusammenhang, im Medienverbund, wenn nicht auflöst, so doch langsam unterordnet. Horst Leski, langjähriger Partner des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums von Seiten der Hessischen Lehrkräfteakademie und auch im Vorstand der GMK und ich haben das schon häufig diskutiert. Danke, dass du da bist, Horst, heute und auch einen aktiven Part übernimmst. Ja. Mit Petra Misomelius, die jetzt gleich den ersten Vortrag, hallo Petra, hält, verbindet mich die Sorge, dass mit dem neuesten Papier der Kultusministerkonferenz vom Dezember 2016 zur Bildung in der digitalen Welt eine historische oder gar ästhetische Perspektive auf den Gegenstand Medien komplett verschwinden könnte. Mich treibt zusätzlich die Befürchtung um, dass das für uns weiterhin so zentrale Sitzen im Kino von manchen, natürlich völlig zu Unrecht, als eine passive Tätigkeit beschrieben, angesichts einer rein handlungsgeleiteten und noch mehr von Technik bestimmten Debatte immer schwerer für Lehrerinnen und Lehrer zu legitimieren ist. Ich bin gespannt auf deine Einführung, liebe Petra, und möchte generell heute in der Beschäftigung mit den Digital Tools immer auch den Blick darauf lenken, inwiefern sie zum Kinobesuch anregen. Damit übergebe ich an meine Kollegin Kerstin Herlt, die bei uns im Haus für die europäischen Projekte zuständig ist. Wir kennen uns schon seit 15 Jahren aus dem Graduiertenkolleg Intermedialität an der Gesamthochschule Siegen und ich bin froh, dass wir immer noch so viel miteinander zu tun haben. Uns allen wünsche ich lebhafte Diskussionen und da meine hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen aus dem FLIC-Projekt im Publikum sind, bin ich sicher, sie werden sinnefiel und darauf freue ich mich besonders. Vielen Dank. Applaus